Mein Name ist Martin Bredenbeck vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz und ich nehme Sie jetzt mit auf eine kleine Reise zum Thema Postmoderne im Rheinland und anderswo. Das Thema Postmoderne passt sehr schön zum diesjährigen Motto des Tag des offenen Denkmals, denn häufig wird ihr vorgeworfen, sie sei mehr Schein als Sein. Und unter dem Titel Schein und Sein und schöner Parken werden wir nun einen kleinen Ausflug durch das Rheinland unternehmen. Was heißt eigentlich modern? Der lateinische Begriff modernus bedeutet übersetzt jetzig oder heutig. Das heißt ganz praktisch, dass der Kölner Dom, für dessen gotischen Neubau 1248 der Grundstein gelegt wurde, in der damaligen Zeit das modernste Gebäude der Stadt war. Stilistisch und konstruktiv von den Vorbildern inspiriert, die schon etliche Jahre vorher in Frankreich entwickelt worden waren und langsam ihren Weg auch nach Deutschland fanden. Die altehrwürdigen romanischen Pfarrkirchen Kölns wollten hinter der Moderne des neu entstehenden Doms natürlich nicht zurückstecken und rüsteten in den nächsten Jahren nach. Moderne gibt es also immer wieder neu. Im 19. Jahrhundert verbinden sich mit diesem Begriff beispielsweise die bahnbrechenden Leistungen der Ingenieurskunst. Das können zum Beispiel die Eisenbahnbrücken, aber auch überhaupt der Bau der großen Eisenbahnanlagen, der großen Bahnhöfe und ihrer Empfangshallen sein. Berühmtes Beispiel ist die Remscheider und Solingen verbindende Müngstener Brücke oder auch der Koblenzer Hauptbahnhof. Beim Koblenzer Hauptbahnhof zeigt sich die interessante Doppelgesichtigkeit der sogenannten Moderne. Während die neuzeitige Eisenkonstruktion, das Moderne, den industriellen Teilen, den technischen Teilen vorbehalten war, zeigte sich das Empfangsgebäude zur Stadt hin wie ein barockes Schloss. Im frühen 20. Jahrhundert bekam der Begriff Moderne eine ganz neue Wendung. Die Welt sollte neu gedacht werden, alles sollte neu und modern werden. Der Mensch, das Wohnen, die Stadt, die Frau. Die berühmtesten Vorreiter dieser Avantgarde waren die Mitglieder des Bauhauses. Aber generell waren die ganzen 1910er und 20er Jahre von einer großen moderne Euphorie geprägt. Verständlich vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem eine alte Epoche endgültig zu Ende gegangen sein schien. Große städtische Modernisierungsvisionen wurden ersonnen, wie beispielsweise hier für Berlin. Sie sollten dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderen Vorzeichen Wirklichkeit werden. Die Moderne in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts knüpfte vielfach an die Ideen aus den 1920er und 1930er Jahren an. Sie wurde jetzt zu einer regelrechten internationalen Moderne. Bauformen, wie sie in Deutschland angewendet wurden, um die nach dem Krieg stark beschädigten Städte zu erneuern, waren direkt mit den USA vergleichbar. Berühmtestes Beispiel in Düsseldorf ist das Drei-Scheiben-Hochhaus, 1957 bis 60 gebaut, mit seiner damals hochmodernen Glasvorhangfassade, wie sie von Hochhäusern in den Vereinigten Staaten inspiriert war. Die Moderne wurde in den 1950er und 60er Jahren überall gefeiert. Es entstanden neue Großsiedlungen, neue Veranstaltungs- und Kulturbauten, moderne technische Infrastruktur. Alles sollte jetzt modern werden, auch die Frau und am Ende auch die Küchen. Vor den Westfalenhallen in Dortmund posieren hier 1953 drei modern gekleidete Frauen, ein ganz anderes Frauenbild als noch 30 Jahre zuvor. Und der westfälische Küchenhersteller Simatic brachte 1965 die 6006, die erste Küche ohne Griffe, sondern mit Alugriffleiste heraus. Die Moderne scheint in den 1960er Jahren ungebrochen auf dem Vormarsch gewesen zu sein. Um die Wende zu den 1970er Jahren zeichnete sich ab, dass auch ein Scheitern der Moderne denkbar war. Die Großsiedlungen erschienen immer mehr Menschen als unwirkliche Lebensorte. Die Städte schienen durch den fortsetzenden Abriss von historischer Bausubstanz ihr historisches Gesicht zu verlieren. Wir sehen hier eine Siedlung in Hamburg, die stellvertretend steht für viele Trabantenstädte, die noch bis Anfang der 1970er Jahre errichtet wurden.
Auch in Koblenz finden sich Beispiele, die die Richtung andeuten, dass die Moderne, wie sie in dieser Zeit verstanden wurde, an ein Ende gekommen sein könnte. Die Stadt wurde vom Verkehr überrollt. Der Saarkreisel, die Unterführungen, aber auch große technische Bauten wie das Stiftsklinikum stehen stellvertretend für eine Moderne, die von immer mehr Zeitgenossen kritisch hinterfragt wurde. In derselben Zeit zeigte sich auch, dass neue Ideen den politischen Diskurs und die Gesellschaft bestimmen würden. Es schien, als ob diese Moderne an ihr Ende gekommen sei, als ob ein Zeitalter nach der Moderne oder lateinisch postmodern eingeläutet würde. Berühmte Indikatoren für diesen Wandel in den Gesinnungen sind beispielsweise die Publikation »Die Unwirtlichkeit unserer Städte«, schon 1965 erschienen, aber auch der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums und, ganz berüchtigt, die erste Ölpreiskrise 1973, die dann zu den autofreien Sonntagen führte. 1980 sprach Helmut Kohl das erste Mal von einer geistig-moralischen Wende und im selben Jahr wurde die Partei der Grünen gegründet. Im Bild zu sehen ist ihr Wahlplakat von 1983. Auch in der Architektur und in der Denkmalpflege zeigte sich ein Umbruch. Das Bewusstsein für den Wert historischer Bausubstanz nahm breiten Raum in den öffentlichen Diskursen ein. Kunstgeschichte und Denkmalpflege entdeckten systematisch die alte Stadt. Und auch Planer und Architekten erkannten den Wert, den die historisch gewachsenen Städte hatten. Symbolischer Ausdruck dieses sich langsam wandelnden Bildes wurde das europäische Denkmalschutzjahr 1975. Und auch, dass das rheinland-pfälzische Denkmalschutzgesetz 1978 erlassen wurde, passt in diese Zeit. Wer noch eine solche Küche besitzt aus den 80er Jahren, wird mühelos erkennen, dass auch in solchen alltäglichen Bereichen die Moderne der 70er Jahre zu Ende ging und plötzlich wieder rustikale und Retro-Stile angesagt waren. Tatsächlich scheinen die Zeitgenossen in den 70er Jahren angefangen zu haben, eine Zeit nach der Moderne wahrzunehmen, also die Postmoderne. Impulsgeber waren vor allen Dingen französische Philosophen, ganz besonders Jean-François Lyotard, der 1924 bis 1998 lebte. Lyotard beschäftigte sich mit einer Gesellschaft nach der Industrialisierung. Er sah eine Gesellschaft, die von Pluralität statt Verbindlichkeit geprägt war. Und er sah eine Gesellschaft, die Abschied nahm von den großen sozialen Utopien der Vergangenheit, beispielsweise dem Sozialismus oder auch dem Vorherrschen der Rationalität. Und die Rolle der Medien und der Unterhaltung wurde in dieser Zeit immer häufiger kritisch hinterfragt. In diesen Zeiten entstehen erste Gebäude, gerade in den Vereinigten Staaten, die nun eine ganz andere Stilrichtung zeigen, beispielsweise die Piazza d'Italia, die Charles Moore in New Orleans 1978 schuf. Ein fröhliches Durcheinander von Säulen und Bögen, von Durchgängen und allerlei Zitaten aus der Architekturgeschichte. Die eigentlich aus dem philosophischen und sozialkritischen Bereich kommende Theorie der Postmoderne wurde stückweise in die Architektur- und Denkmalpflegedebatte übertragen. Nach der Moderne schien also vor der Moderne zu sein, indem zunehmend Architekten auf historische Vorbilder zurückgriffen, wenn sie Neubauten konzipierten. Im Bild zu sehen ist das AT&T-Building von Philip Johnson, 1978 bis 1984 in New York errichtet. Die neue Haltung in der Architektur war von Pluralismus, von Anything Goes geprägt. Sie griff zurück auf Vorbilder aus der historischen Architektur, auf die sie sich aber in einer eher ironischen, kritischen oder distanzierten Weise bezog. Die Vorbilder, für die die Architekturgeschichte ja reichlich Stoff lieferte, wurden nicht einfach kopiert, sondern fröhlich neu montiert, wie Collagen, wie Zitate. Einige vielbeachtete Bauten in Deutschland aus dieser Zeit stammen aus dem Museumsbereich. Beispielsweise die Neue Staatsgalerie in Stuttgart von James Stirling, ebenfalls 78 bis 84,
oder das Museum am Abteiberg in Mönchengladbach von Hans Hollein, das 1982 fertiggestellt wurde. Ein wichtiger Impulsgeber und Hotspot der Postmoderne-Diskussion in Deutschland war natürlich Berlin. Dort fand im Westen 1987 die internationale Bauausstellung statt, für die der Senat schon 1978 den Beschluss gefasst hatte. Wichtige Leitthemen der IBA in West-Berlin waren ein neuer Urbanismus, also ein Städtebau, der wieder Bezug auf historische Vorbilder nehmen sollte, dann die sogenannte kritische Rekonstruktion, also das Wiederauffüllen und Ergänzen kriegsbedingter Lücken und generell das Thema der Altbausanierung. Und von Altbauten hatte West-Berlin trotz der Purifizierungen und Kriegsschäden noch reichlich zu bieten. In Ost-Berlin wurde ebenfalls 1987 gefeiert, denn das gemeinsame West- und Ost-verbindende Thema war die 750-Jahr-Feier von Berlin. Und auch in Ost-Berlin entstanden hochinteressante Beiträge zum Thema Postmoderne. Am berühmtesten wahrscheinlich der Wiederaufbau und Neubau des Nikolaiviertels, der 1987 abgeschlossen wurde. Rund um die ebenfalls instand gesetzte Nikolaikirche entstand ein Viertel, das viele von uns heute ohne weiteres als Altstadt empfinden würden und das sich bei näherem Hinsehen aber als eine fröhliche Stilplatte erweist. Große Debatten begannen um die Rekonstruktion historischer Gebäude. Berühmter Teil der Diskussion war der Wiederaufbau am Frankfurter Römer. Dort wurde Anfang der 1980er Jahre die Ostzeile wieder errichtet, und zwar handwerklich in der alten Fachwerktechnik. Überhaupt wurde dieses Gebiet im Herzen der Frankfurter Innenstadt zu einem regelrechten Hotspot der Postmoderne. Die Schirn Kunsthalle eröffnete 1986 und ebenfalls in den 80er Jahren entstanden die Wohnhäuser entlang der Neuen Saalgasse, an denen sich die Ideen der postmodernen Architektur wie in einem Freilichtmuseum nachverfolgen lassen. Passenderweise gab es auch wieder einen popkulturellen Bezug in den Alltag der Menschen. Denn wer wollte, konnte sich die neuen Rekonstruktionen, ganz konkret die Ostzeile des Römerbergs in Frankfurt, als Modell auf seine Eisenbahnanlage in den Hobbykeller holen. Die Firma Faller brachte dieses in den 80er Jahren heraus. In Bonn ist eines der berühmtesten Beispiele postmoderner Architektur die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1978 geplant, der Entwurf für den heutigen Bau stammt von 1986, wurde von Gustav Peichel geliefert. Eröffnung war 1992. Ein bemerkenswertes Datum ist der Baubeginn, 17. Oktober 1989. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, was am 9. November desselben Jahres mit dem Mauerfall eingeläutet würde. Die Postmoderne, die also noch zu großen Planungen und Projekten führte, wurde an diesem Zeitpunkt sozusagen von der politischen Realität überholt. Einige interessante Funde bei der Beschäftigung mit der Postmoderne in Bonn sind beispielsweise diese hier zu sehenden Wohnhäuser auf dem Haiderhof im Süden der Stadt. Man sieht sehr schön das Zitieren historischer Beispiele, historischer Architektur, wie es sich unter anderem an den aufgesprengten Giebel auf dem links zu sehenden Haus zeigt. Es wird in den nächsten Jahren zu entscheiden sein, ob und welchen Denkmalwert in solchen Häusern zu sehen ist. Insgesamt kann man die postmoderne Architektur als eine sprechende Architektur bezeichnen. Eine Architektur, die sich durch eine große Bildhaftigkeit und Assoziationen mit historischen Vorbildern auszeichnet. In Köln entstand beispielsweise am Heumarkt das Hotel Maritim, für das Gottfried Böhm und andere den Entwurf lieferten. 1989 wurde der Bau fertiggestellt. Er erinnert nicht ohne Grund an die mittelalterliche Kölner Altstadt, die auf dem kleinen Bild oben rechts zu sehen ist. Das Vergleichsmoment ist hier natürlich die Idee, dass die Häuserzeile in eine vielteilige Giebelreihe aufgelöst ist. Das gleiche Motiv prägt auch ein anderes Projekt, das Gottfried Böhm in einem historischen Zusammenhang errichtete, nämlich das neue Stadthaus in Rheinberg am Niederrhein, das schon 1981 fertiggestellt wurde. Und auch hier zitiert Böhm die Kleinteiligkeit der mittelalterlichen Stadtstruktur mit ihren kleinen Giebelhäusern.
Manchmal treibt die Zeichenhaftigkeit der Bauten auch durchaus kuriose Blüten. Wir bleiben noch einmal in Köln und sehen auf der rechten Seite das mittelalterliche Stadttor, das sogenannte Hahnentor am Rudolfplatz. Die mittelalterliche Stadtmauer wurde von 1180 bis 1220 errichtet und im späten 19. Jahrhundert erneuert. Schaut man sich nun im Vergleich einmal das 1989 eingeweihte Hyatt Hotel auf der rechten Rheinseite in Köln-Deutz ein, kann man sich ohne weiteres an eine Torburg erinnert fühlen. Überhaupt Anspielungen auf historische Bauten. Türme und Rotunden fanden sich in dieser Zeit an vielen Objekten. Wir sehen die neue Staatsgalerie in Stuttgart, dann die Public Library in Denver, ein Bürogebäude in London und rechts unten ein Beispiel dafür, wie solche Debatten und Diskussionen auch in Koblenz angekommen sind, mit dem Ibis-Hotel in der Bahnhofstraße. Die Gewerbegebiete vieler Städte sind zu regelrechten postmoderne Hochinzidenzgebieten geworden, dadurch in den 80er und 90er Jahren sehr viele neue Büro- und Gewerbeimmobilien errichtet wurden. Immer wieder stellt sich natürlich die Frage nach der architektonisch-gestalterischen Qualität dieser Bauten. Und diesen Prozess der Bewertung und der Analyse der Bauten machen momentan Kunstgeschichte und Denkmalpflege durch. Wir sehen hier ein Bürogebäude in Koblenz im Gewerbegebiet an der B9, was wahrscheinlich aus den 1990er Jahren stammt. Ein typisches Stilmerkmal ist auch hier der aufgesprengte Giebel, der wie ein ironisches Zitat einer Tempelarchitektur wirkt. Zum Schluss noch ein Blick aus der aktuellen Werkstatt zu einem Gutachten für ein postmodernes Gebäude, das auf seinen Denkmalwert hin geprüft wurde. Wir schalten nach Düsseldorf an die berühmte Königsallee. Dort steht seit 1909 der Kaufhof, für den der Architekt Josef Maria Olbrich die Entwürfe lieferte. Ein heute häufig als Jugendstilarchitektur bezeichnetes Gebäude. An diesen Kaufhof wurde Anfang der 1950er Jahre eine moderne Hochgarage angebaut. Damals das neue Thema für das Einkaufen in der Stadt, die jetzt auch mit dem privaten PKW bequem erreichbar sein sollte. Die Architektur von 1953 ist auf dem Bild rechts zu erkennen. Zwischen den beiden Werksteinbauten sieht man in der Mitte die Hochgarage mit ihrer modernen Metalllamellenfassade. Dieses Parkhaus von 1953 wurde spätestens in den 80er Jahren als unmodern angesehen, denn, wie geschildert, hatte sich die Welt und die Zeit verändert. Deswegen beauftragte die Kaufhof AG, ein Kölner Architekturbüro, damit, neue Entwürfe für eine Fassadenumgestaltung zu liefern, die dann 1985 umgesetzt wurde. Im Ergebnis sieht das Parkhaus nun heute so aus, als sei es eine Kaufhauserweiterung. Die Formen, die das Kölner Büro Dietrich und Hermann wählte, sind nicht umsonst von der Architektur von Olbrich abgeleitet. Man würde auf den ersten Blick nicht sehen, dass es sich hier um ein Parkhaus handelt. Es sieht nach schönem Schein aus, hinter dem ein eigentlich relativ triviales Sein, nämlich das Abstellen der PKWs, sich verbirgt. Der Denkmalwert für diese Fassade von 1985 wurde vom LVR-Amt für Denkmalpflege 2021 festgestellt. Wahrscheinlich ist es aber leider zum Abriss und für einen Neubau vorgesehen. 1985 haben sich die Zeitungen noch regelrecht darin überschlagen, die neue Fassade zu loben. Sie wurde als KÖ-gerecht und als angemessen für diesen Standort bezeichnet. Ein Musterbeispiel für die Reparatur der historischen Stadt. Nun scheinen ihre Tage gezählt zu sein. An diesem einen Beispiel sieht man sehr deutlich, dass die Postmoderne als Epoche zu Ende ist. Sie ist politisch, gesellschaftlich, gestalterisch vorbei. Wann ihre Grenze genau liegt, darüber werden wir in den nächsten Jahren noch viel forschen und klären müssen. Auf jeden Fall ist zu hoffen, dass die Postmoderne mit ihren guten Beispielen in unserer gebauten Wirklichkeit überlebt und nicht nur auf den Modelleisenbahnanlagen in unseren Hobbykellern. Vielen Dank.